Ja, Sascha, du hast vor einiger Zeit mal zu mir gesagt, ich habe was Großes vor, ich habe was Neues vor. Hast nicht viel verraten, ein bisschen geteasert. Ich war sehr gespannt. Wir sind ja seit einiger Zeit schon im Austausch. Und irgendwann kamst du in die Ecke und hast gesagt, so, wir haben jetzt unser neues Konzept und wir nennen das Vertriebsmaschine. Und das hat mich direkt angesprochen. Und du kennst mich, ich bin da sehr, sehr neugierig und ich weiß, dass ihr natürlich auch im Klientel unterwegs seid, wo wir sehr viele Kunden und Partner eben haben, die wir gerne auch unterstützen in dem Bereich. Und ich bin jetzt einfach mal neugierig. Erklär mir mal und uns allen, was versteckt sich denn hinter der Vertriebsmaschine? Ja, sehr gerne. Also, die Vertriebsmaschine am Ende des Tages, wenn wir es runter reduzieren wollen, ist ein funktionierendes System oder ein funktionierendes und planbares System zur Stabilisierung und Steigerung des Auftrageinganges. Ich weiß, mit so einem konstruierten Satz gibst du dich nicht zufrieden, deswegen werde ich ein bisschen ausholen. Ich bitte darum, ich bitte darum, ja. Wir kennen uns Genau, ja ich jetzt dachte schon ein so, ich bisschen. wollte gerade sagen, Genau. aber okay, ich weiß, da kommt Aber noch was. genau, um das einmal so ein bisschen auch werblich aufzuzeigen. Also die Vertriebsmaschine ist am Ende des Tages ganz einfach. Wir haben ganz viele KMUs da draußen, gerade Maschinenbau, Automatisierung, die in der Struktur so gewachsen sind, dass sie halt einfach durch die Anfragen gewachsen sind, dass sie einfach von der technischen Seite her gewachsen sind und dass es meistens Vertriebsseite gar nicht so viel gibt. Und dass die Geschäftsführer oder die Geschäftsführerinnen, die Unternehmer, die auch gar nicht so den Blick dafür haben, weil es hat ja irgendwie schon immer Kommt funktioniert. immer was Genau, rein, oder? kommt ja auch mal was rein. Aber der Markt wandelt sich, gerade speziell auch natürlich die letzten 3 Jahre, hat man ordentlichen Twist gespürt und erlebt. Und die Unternehmer wissen teilweise gar nicht so genau, wie sie denn jetzt vorgehen sollen. Wie können sie sich strategisch ausrichten? Wie können wir neue Branchen erschließen? Was macht Sinn? Wie können wir vielleicht auch neue Produkte in den Markt bringen und solche Sachen? Und ich habe im Vorhinein vor der Vertriebsmaschine, um so ein bisschen auszuholen, mit ungefähr 30 Unternehmern gesprochen aus dem Bereich Maschinenbau, Zerspanung, Automatisierung, alles, was so technische Industrie anbelangt. Und da ist so ein bisschen rausgekommen, dass sie eben genau alle so in die Richtung den Schmerz haben. Dass sie sagen, wir wissen gar nicht so ganz klar, wie wir uns eigentlich nach außen so darstellen können, dass wir, sagen wir, wirklich einzigartig wahrgenommen werden. Und mit der Vertriebsmaschine machen wir nichts anderes, wie dass wir über 8 Monate mit den Unternehmern zusammenarbeiten und wir gehen wirklich die komplette Klaviatur durch. Von der Aufbaustufe Projektplan, also die Vertriebsmaschine ist 8 Module, Projektplan, Grundkonzept, Zuführung, Bearbeitung, Verpackung, Maschinenbedienung, Maschinendatenerfassung und dann aber auch Optimierung, haben wir das komplett aufgebaut. Und wir gehen los und sagen: Erklär mal, wie du Geld verdienst. Also, wie ist dein Businessmodell? Businessmodell, ja. Genau. Gutes Einfach Wort. auch, wie ist die Zielgruppe? Ja. Was liefert ihr denen? Und wie kommuniziert ihr das auch? Also, es geht wirklich da los. Und wir legen da schon den Grundstein zu sagen, wie werdet ihr eigentlich am Markt wahrgenommen? Und wie wollt ihr eigentlich am Markt wahrgenommen werden? Weil das oftmals so ein Punkt ist. Und ich gebe dir da auch ein Beispiel dazu. Ich könnte. Und das ist wirklich nicht verwerflich gemeint, aber das ist leider ein knallharter Fakt. Ich könnte im Maschinenbau 15 Homepages raussuchen und ich könnte dir jede Homepage nebeneinander stellen und ich müsste nur Wörter austauschen und könnte theoretisch jede Homepage für jedes Unternehmen nutzen, will ich damit sagen. So, Ja, kann ich weil die nachvollziehen, so generisch geschrieben sind. Wir sind seit 70 Jahren am Markt, wir haben 3000 Projekte gemacht, wir haben 120 Mitarbeiter, wir machen das, wir machen das, wir machen das. Wir. Es interessiert keine Sau, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und Das liebe ich so an dir. Bringst Dinge auf den Punkt, ja. Okay. das ist einfach wichtig. Und da geht es los, zu verstehen, wem liefern wir was? Wie ist meine Zielgruppe eigentlich? Was biete ich denen an und welchen Mehrwert liefere ich dadurch meiner Zielgruppe? Und wenn ich das klar kommunizieren kann, das klar festhalten kann, dann kann ich es nachher auch raustragen. Und dann ist auf einer Homepage steht dann vielleicht nicht mehr, wir sind seit 70 Jahren am Markt, sondern sowas wie, was weiß ich, vom ersten Tag an produktionsbereit, Sondermaschinen ohne Kopfschmerzen zum Beispiel. Ne? Das könnte jetzt ein Teaser sein. Dann erklärst du einmal ganz genau, welchen Mehrwert du mitlieferst. Aber da steht nichts von,
wir sind der tollste Sondermaschinenbauer im Blablabla, sondern du lieferst gleich, was kriege ich hier? Was kriege ich, genau. Was kriege ich hier? Weißt du, wie das klingt für mich? Das klingt für mich so, als hätte man früher diese klassische Unternehmensbroschüre gehabt, so den 8-Seiter, je nach Budget auch mal 12, wo genau dieses Vorgehen drin ist und irgendeiner sagt, oh, das müssen wir auch ins Web. Ja. Und dann ist das so eine Portierung von diesem gedruckten ins Web. Ja. Und das, da sind wir einfach nicht mehr. Also ich finde es interessant, wie du das aufzählst. Ja? Genau. Okay. Und dann gehen wir natürlich weiter. Jetzt legen wir den Grundstein mit dem Grundkonzept. Und dann sagen wir natürlich, okay, jetzt müssen wir natürlich ja aber auch die Leute, die wir jetzt ansprechen wollen, die müssen wir ganz klar finden, die müssen wir, auf die müssen wir zugehen, die müssen wir ansprechen. Ne? Und da hast du natürlich heute, wir haben in dem Video, das wir davor aufgenommen haben, haben wir über Social Media gesprochen. Da hast du natürlich heute eine riesen Möglichkeit als KMU, Social Media für dich zu nutzen, um, wichtig, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Okay. So. Und wenn das natürlich alles in Einklang steht, jetzt haben wir uns vorher einmal Gedanken über dein Grundkonzept gemacht, über deine Business-Story, über deine Homepage und jetzt gehen wir dahin und machen Social Media schlagkräftig, fahren vielleicht auch die ein oder andere Kampagne mal, also bezahlte Werbung, fahren wir mal und testen das mal aus. Da gibt es auch mittlerweile echt gute Dinge wie Google AdWords, nutzen einige schon, manche nicht. Und du kannst dich einfach klar positionieren, du kannst einfach eine klare Botschaft nach außen kommunizieren und du kannst die Leute ansprechen, die du auch wirklich haben willst. Ne? Da haben wir uns ja vorher Gedanken drüber gemacht. Ja. So. Und das ist im Prinzip in der Zuführung. Das heißt, wir gucken, wie muss dieser im neudeutschen Funnel aufgebaut werden, wie funktioniert das für dein Unternehmen, was passt auch zu deinem Unternehmen, hatten wir ja auch bei Social Media, nicht für jedes Unternehmen passt jede Social Media Plattform. Und dann gehen wir weiter. Jetzt schaffen wir das und wir generieren neue Interessenten, neue Anfragen und plötzlich sind es halt 2, 3, 4, 10 mehr als davor. Jetzt musst du auch abarbeiten. Wer bearbeitet die? Ja, genau. Geht es wirklich in das Thema rein, wie sieht der Prozess aus? Welche Rollen gibt es in dem Prozess? Welche Stufen hast du in dem Prozess? Auch solche Themen wie, wir haben wirklich zahlreiche Kunden, die Anfragen kriegen und dann sagen, ja, und dann am Ende des Tages wird gar nichts aus der Anfrage. Irgendwie, nachdem das Angebot gelegt haben, ist es so ein bisschen eingeschlafen, ist eingefroren. Ja. Wir kommen nicht weiter, wir kommen nicht zum Abschluss. Und dann haben die immer das Gefühl, sie haben ein Problem im Prozess. Dabei haben sie einfach vornehm nur die falschen Kunden angesprochen. So. Und dass du die richtigen ansprichst und die dann aber nachher auch nochmal klar rausselektieren kannst, bietet sich halt an, deinen Prozess so aufzubauen, dass du zum Beispiel auch eine Qualifizierung einbaust. Und da zucken ganz viele KMUs immer, ich muss meinen Kunden qualifizieren. Ich muss so froh sein, dass der meine Anfrage schickt. Ja, froh um jeden. Ja, aber die Frage ist doch, willst du mit denen arbeiten, die vielleicht in den nächsten 12 Monaten bei dir kaufen, die vielleicht das Budget mitbringen, wo du vielleicht mit dem richtigen Ansprechpartner zusammenkommst, oder willst du einfach irgendeinen Kunden? So. Ja. Beschäftigt sein, ist immer beschäftigt. Genau, und dann müssen einfach gewisse Kriterien erfüllt sein, dass der Prozess stimmt, dann muss gewisses Kriterium erfüllt sein, dass du nachher ein Angebot rausschickst, weil ich so oft schon erlebt, wir klären technisch alles und das passt alles und dann haben wir mal ein Angebot. Und dabei war noch gar nicht wirklich klar, für wann ist das, für welchen Standort manchmal auch gar nicht. Wir sind einfach viel zu früh unterwegs und wundern uns dann, dass es hinten raus nicht funktioniert. Also das gucken wir uns einmal kontrolliert und strukturiert an, bauen einen ordentlichen Prozess auf, was da auch dazu gehört. Und da haben wirklich viele KMUs noch einen großen blinden Fleck, ist einfach Bestandskunden. Hey, wenn ich zu einem hinlaufe, der seit 25 Jahren im Markt ist, hat er 8000 Adressen und dann sage ich, wie viele davon sind denn aktiv? Dann sagt er zu mir, vielleicht 50, wenn es ein gutes Unternehmen ist, vielleicht auch 100. Ja, was macht er mit den anderen 7.900? Ja, wie werden die bespielt? Wie kriegen die regelmäßig Informationen? Habt ihr sowas wie ein Newsletter oder ein Unternehmensupdate? Seid ihr mit denen vernetzt auf Social Media? Könnt ihr denen immer wieder zeigen, was ihr Neues macht? Ladet ihr die vielleicht auch zu Informationsabenden, zu Webinaren ein? Weißt du, da gibt es so viele Möglichkeiten. Und das gucken wir uns auch einmal ganz gezielt an, dass wir nämlich eins schaffen, dass wir die Bestandskunden in so einer Art Dauerschleife halten, dass wir natürlich auch immer wieder durch die, die uns ja schon kennen, das Potenzial haben, dass sie auch neue Aufträge bei uns platzieren. Schaffst du aber oftmals nicht, weil du machst einen Auftrag mit einem Kunden, der ist in deiner Datenbank, du sprichst den Kunden nicht mehr an. Und wenn der Kunde jetzt nicht ein großes Interesse daran hat, mit dir weiter zusammenzuarbeiten, dann geht er einfach woanders hin. So. Und das kann man natürlich dann schön aufbauen. So, jetzt haben wir das alles. Jetzt haben wir die Prozesse. Jetzt haben wir den Prozess für die Bestandskunden. Dann wollen wir das natürlich auch mit dem CRM-System unterstützen. Jetzt haben viele Unternehmen schon eins, wissen aber gar nicht so genau, wie sie es nutzen, haben vielleicht auch keine Automatisierungen. Und keine Angst, mit Automatisierung meine ich nicht, dass irgendwas automatisch abgearbeitet wird, sondern zum Beispiel eine sehr unterstützende Automatisierung ist, du erstellst ein Angebot,
Das machst du vielleicht im CRM direkt oder du legst den CRM ab, dann setzt du einen Haken, Angebot versendet und in dem Moment läuft eine Automation im Hintergrund los, die dir einfach in 2 Tagen wieder Nachricht schickt und sagt, ruf mal den Kunden an zu dem Angebot. Das kannst du automatisieren auf Bestandskunden, das kannst du automatisieren auf vielleicht, ich sag mal, Angebote, die über 6 Monate alt sind, wo nichts passiert ist, dass du immer wieder diese Reminder hast, diese Erinnerung hast, diese Unterstützung für deinen Vertrieb hast, dass sie einfach immer an den Themen dranbleiben können und sich nicht immer irgendwie ein Stück weit neu erfinden müssen. So, das unterstützen wir dann mit der Maschinenbedienung, mit dem CRM-System. Okay. Jetzt können wir uns die entsprechenden Daten rausziehen. Ja, aber welche Daten sind jetzt relevant für dein Unternehmen? Ja, nee, alle. Also genau. Ich denke, Daten sind immer alle. Ja. Und ich kann Excel. Also ich kann Excel und da steht alles drin. Ja, das ist super. Aber ne, das ist so, welche Daten können wir da rausfiltrieren oder rausextrahieren, wo wir sagen, die sind für uns wichtig, notwendig. Wie müssen wir einen Forecast gestalten? Ist es wichtig für dich, dass du weißt, wie viel Kohle ist in der Kasse oder wie viel Kohle könnte kommen? Ist es wichtig, wie viele Termine hast du diese Woche gemacht? Ist das, weißt du, sind das so Kennzahlen, die wichtig sind? Und da gehen wir halt einmal drauf ein und gucken, welche Kennzahlen sind für uns relevant. Mit welchen können wir was anfangen? Weil am Ende des Tages wollen wir durch die Kennzahlen nur eins. Wir wollen verstehen, wo machen wir was richtig und wo müssen wir unter Umständen etwas verbessern, etwas optimieren. Wie können wir damit umgehen und es auch zu bewerten, zu verstehen, am Ende des Tages zu steuern. So. Und das ist prinzipiell die komplette Klaviatur. Das hört sich, wenn ich das so erzähle, dann finden die Leute immer so, boah, das ist ja voll viel. Ja klar ist das viel, aber am Ende des Tages ist es nur eins. Es ist ein funktionierendes und planbares System zur Stabilisierung und Steigerung deines Auftragseingangs. So, jetzt sind wir wieder bei dem langweiligen Satz von ganz am Anfang. Ja, genau. Aber erklärt ist es einfach genau das. Mhm. Wir schaffen für dich, mit dir, deine Vertriebsmaschine, die dir in deinem Unternehmen als einzigstes fehlt. Mhm. Und die Maschine versorgt alle anderen. So, Punkt. Okay, faszinierend. Provokant gefragt, denkst du, dass der Großteil der KMUs, Maschinenbauer, ohne solche Denkweisen, ohne solche Herangehensweisen in den nächsten 10, 15 Jahren weiter bestehen, weil sie sagen, brauche ich nicht, mache ich nicht, habe ich schon immer so gemacht? Oder siehst du da auch wirklich einen Wandel, ein Sterben von diesen Unternehmen, die einfach sagen, Mensch, jetzt haben wir es irgendwie nicht mehr geschafft, obwohl wir so gut waren? Wie siehst du das? Du hast den Überblick über die KMUs. Ja, also leider, teilweise schaffen sie es natürlich einfach dadurch, dass sie gute Unternehmen sind, sich weiterentwickeln, gute Geschäftsführung haben. Da gibt es ganz viele gute KMUs da draußen, die es von alleine schaffen werden. Okay. Die einfach diesen Wandel hinkriegen, weil sie es einfach wollen. Und die Unternehmen, die du gerade beschrieben hast, die so gar nicht wollen, die so Scheuklappen aufhaben, die werden wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren richtige Probleme kriegen, wenn es sie überhaupt die nächsten 10 Jahre noch gibt. Also das ist wirklich, wenn du nichts veränderst bei dem schnelllebigen und sich stark veränderten Markt und auch bei diesen Möglichkeiten im digitalen Umfeld, dann wirst du auf kurz oder lange richtig Probleme kriegen und du wirst von denen gefressen, die das verstanden haben. So, und jetzt gibt es natürlich die da so dazwischen sitzen. So, die wissen, bei uns läuft es nicht so, aber was soll man eigentlich machen? Und die vielleicht nicht so diese Affinität haben, um das ständig weiterzutreiben und weiterzuentwickeln. Und das sind genau die, die dann auf uns zukommen können oder auf die wir gerne zugehen und sagen, pass mal auf, wenn du da Hilfestellung brauchst, dann haben wir da für dich ein Konzept, das auf der einen Seite natürlich einer gewissen Logik verfolgt, weil Vertrieb ja nicht immer komplett anders funktioniert, dass wir aber natürlich ganz individuell auf das Unternehmen dann anpassen. Weil ich kann nicht einfach eine Blaupause hinlegen und sagen, hier, Freunde, legt mir alle mal die X Kohle auf den Tisch, danach funktioniert es, sondern es ist natürlich schon, dass wir mit den Unternehmen viel entwickeln müssen. Aber genau diese Kluft dazwischen, ich glaube, da liegt unglaublich viel Potenzial. Mhm. Und die du beschrieben hast, es tut mir leid, entweder ihr schafft noch dieses Umdenken in eurem Kopf, dass ihr da was ändern müsst. Oder seht es mir nach, dann wird es euch nicht mehr lang geben. Das ist schwierig. Weißt du, was mir noch einfällt in dem Zusammenhang? Was ich merke, wir haben ja eine große Partnerlandschaft, sehr vielsüchtige Partner in allen möglichen Bereichen, wirklich tolle Unternehmen. Aber ich höre, wenn ich von Nord nach Süd rede, dass das Thema Fachkräftemangel, Leute, die da noch gerne hingehen, die dort arbeiten, ja, da wird abgeworben vom Norden, wandern die Leute in den Süden und so weiter. Ich muss ja als Arbeitgeber auch ein bisschen sexy sein. Ich muss ja auch, das, was du jetzt sagst, das ist ja innovative Unternehmensführung, da gehe ich vielleicht auch gerne hin, wenn ich von der Uni komme, indem ich eben sehe, da ist jemand, der schaut nach vorne und der macht es nicht wie früher. Wie siehst du den Einfluss, dieses Thema Fachkräfte oder generell Arbeitskräftemangel im Maschinenbau? Ja, also ich denke, es ist einfach so, dass
zu wenige Arbeitskräfte da sind. Ich glaube aber auch, und da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wenn die Unternehmen sich mal ein bisschen mehr darum, um ihre Präsenz kümmern würden, dass auch viel mehr Leute sie finden. Weil am Ende des Tages ist das, wir hatten vor kurzem in unserem aktuellen Batch, so nennen wir das, wenn wir mit den Unternehmen zusammenarbeiten, hatten wir einen Gastvortrag von jemandem, der HR wirklich versteht und lebt. Und der hat auch gesagt, naja, am Ende des Tages geht es nicht darum, wie geil könnt ihr Unternehmenskultur schaffen und wie gut könnt ihr Talente entdecken. Ihr müsst erstmal dafür sorgen, dass die euch finden können und dass ihr da seid. Ne? Wieder Thema Zielgruppe, kann man sich wahnsinnig viel abschauen. Ja. Du musst einfach gucken, wo willst du sichtbar sein, wie willst du für die sichtbar sein und wie kannst du dich als attraktiver Arbeitgeber darstellen. Und ganz ehrlich, wenn du einen präsenten Social-Media-Auftritt hast, jedes Kind, und das wirst du von deinen Kindern kennen, das kenne ich von meinen Kindern, die gerade in einem heranwachsenden Alter sind, wenn du nicht präsent sein wirst auf diesen Plattformen, dann existierst du für die nicht. Genau. Scheißegal, ob du 20 Meter neben dem Haus gebaut hast mit einer Riesenhalle, die werden dich nicht wahrnehmen, wenn sie dich nicht sehen können. Genau. Und das ist so ein Punkt. Wir werden dadurch nicht den Fachkräftemangel lösen, aber wir können dadurch Begehrlichkeiten wecken oder vielleicht auch Interesse wecken bei Leuten, die wir vorher nicht auf dem Schirm hatten oder die uns auch nicht auf dem Schirm hatten als Unternehmen. Ja, so, von dem her. Also das ist ein wichtiger Punkt und ich glaube auch, je attraktiver und innovativ ist für mich immer so ein schwieriger Begriff, aber je attraktiver und je moderner du aufgestellt bist, desto besser findest du auch Mitarbeiter. Okay, tue Gutes und sprich darüber. Ganz das, altes, ganz altes ganz, Ding, aber ganz im Prinzip ist es so. Prinzipiell ist es ganz einfach, ja. Okay. Wenn alles so einfach wäre. Sascha, vielen Dank, das war wieder mal brillant. Ich freue mich auf Teil 3. Ciao, ciao. Ciao.